Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir gleich die Reform des Vergewaltigungsparagrafen verabschieden, dann bringen wir eine gute und notwendige Reform ins Gesetzblatt. Und wir setzen damit eine Diskussion der letzten Monate um, die vor allem eins klar gezeigt hat: Der Schutz der sexuellen Selbstbestimmung verträgt keine Einschränkung. Der Schutz darf nicht davon abhängen, dass das Opfer sich vergeblich gewehrt hat, dass es weitere Risiken in Kauf genommen hat, sondern ein schlichtes Nein muss reichen. Allein am erkennbaren Willen des anderen entscheidet sich, ob eine sexuelle Handlung schön ist und in Ordnung ist oder eben nicht. Und zwar am Willen in der konkreten Situation, unabhängig von irgendeiner vermeintlichen Rechtsposition, von irgendeiner Erwartung, einer Gegenleistung, einer Bezahlung, unabhängig davon, ob der Wille anfänglich mal da war und sich dann geändert hat, auch das ist jederzeit möglich, unabhängig von einer Erkrankung oder Behinderung des Opfers, jeder, der einen Willen hat und zum Ausdruck bringt, ist in Zukunft durch diesen Grundsatz geschützt. Nein heißt Nein. Natürlich sind auch die anderen Konstellationen im Gesetz klar erfasst: Nötigung oder Gewalt, Überraschung, K.O.-Tropfen, Klima der Gewalt, das sind die Stichworte, die hier zu nennen sind. Auch dafür gibt es überall passende und effektive Regelungen. Aber vor allem das Prinzip des Nein heißt Nein bringt jetzt noch mal ganz klar auch verständlich für jeden Mann und jede Frau ins Gesetz, wo die rote Linie des strafbaren Unrechts beginnt. Und das ist ganz, ganz wichtig, diese Botschaft durch das Strafgesetz auch in die Gesellschaft hinein. In der Diskussion in den vergangenen Monaten habe ich auch fast ausschließlich Zustimmung gehört. Es gab hier und da mal die besorgte Frage, wie das denn jetzt ist mit der Beweisbarkeit. Aber da ist ganz klar: Beruhigung, der Grundsatz in dubio pro reo gilt weiterhin, der ist essentiell im Strafrecht, da ändert sich gar nichts. Aber für mich war wichtig, dass ich bei fast allen Menschen eine große Zustimmung erlebt habe, bei vielen jungen Frauen eine fast erstaunte Zustimmung, dass das nicht längst gesetzt ist. Bei älteren Frauen manchmal, und das hat mich dann auch sehr berührt, ein Unterton der persönlichen Betroffenheit und der Genugtuung. Und aber auch bei Männern eigentlich ganz viel Zustimmung, weil es eben auch dem Selbstverständnis der Männer heutzutage entspricht, dass sexuelle Handlungen, ein sexuelles Erleben auf dem Willen beider Partner beruhen muss. Da lassen sie sich doch auch nichts sagen. Und das entspricht auch deren Lebensgefühl und Empfinden. Und dass wir das heute ins Gesetz bringen, ist ein großer Erfolg mit den sprichwörtlichen vielen Vätern oder eben in diesem Fall den Müttern. Und auch ich möchte danken den Frauenverbänden, die uns mit ihrer Analyse der Schutzlücken da wirklich einen entscheidenden Impuls gegeben haben. Und der dann aber auch schon frühzeitig, das darf ich ja auch noch mal feststellen, dazu geführt hat, dass die Union, die Rechtspolitiker der Union, sich bereits vor 2 Jahren ganz klar dazu positioniert haben, dass wir hier einen Reformbedarf sehen, ganz klar. Auch die Kolleginnen der Opposition haben das gemacht. Wir haben Pressemitteilungen gemacht, auch Pressegespräche dazu gemacht. Wenn ihr das nicht hört, ist das euer Problem. Ich kann das beweisen und belegen. Das war ganz früh unsere Position. Dann haben wir uns gemeinsam auf einen langen Weg gemacht. Und schon ein Jahr später hat der Justizminister einen Entwurf vorgelegt. Einen Entwurf, der uns viel Gelegenheit zur Nachbesserung gegeben hat. Und das Nachbessern war auch schön. Die Fraktion hat das Thema beackert und betrieben. Wir haben erklärt, und wir haben dann zuerst die Frauenunion, die hat dafür gesorgt, dass das Thema genau mit dieser klaren Aussage in die Mainzer Erklärung kommt. Wir haben den Ball dann aufgegriffen, gemeinsam mit den Frauen der Koalition. Und ein paar furchtlose Männer waren auch dabei. Und wir haben jetzt eine, das ist das Entscheidende, denke ich, wir haben doch jetzt eine gute Regelung vorgelegt, die auch ins Gesetzblatt kommt.
Und ich danke an der Stelle auch den Mitarbeitern, die uns da wirklich geholfen haben, muss ich auch wirklich sagen. Auch den Mitarbeitern dann aus dem Ministerium, die am Ende dann doch nicht beleidigt waren, dass wir den ursprünglichen Entwurf doch nochmal grundlegend überarbeitet haben und uns auf den letzten Metern auch noch sehr geholfen haben. Auch dafür vielen Dank. Wir führen zwei neue Tatbestände ein. Wir stellen das Grapschen unter Strafe, das bisher eben die Erheblichkeitsschwelle des alten Vergewaltigungsparagrafen nicht überschritten hat. Der flüchtige Griff an den Po, an die Brust, ist jetzt auch sanktioniert. Auch hier der erkennbare Wille des Gegenübers ist der Maßstab. Und schließlich ein weiterer Tatbestand, der Übergriff aus einer Gruppe heraus auf ein bedrängtes Opfer unter Strafe stellt. Denn aus der Perspektive des Opfers ist das ein ganz besonders übergriffiges, traumatisches Erleben. Die Opfer schildern ihr Gefühl von Ohnmacht, Angst und Ekel und dass sie dieses Gefühl auch nicht mehr loswerden. Und in dieser Konstellation ist es eben typisch, dass dem Mitmacher in der dritten, vierten Reihe nicht mehr genau nachgewiesen werden kann, dass er wusste, was die da vorne machen und dass er das auch konkret in seinen Vorsatz mit aufgenommen hat. Wir sind aber der Auffassung, dass derjenige, der in der dritten oder vierten Reihe durch sein Mitdrängen an der Gefahr mitwirkt, auch für das Opfer schon eine Ursache setzt, für dessen Verletzung ein erhebliches eigenes Unrecht darstellt. Und deshalb halten wir es für richtig, auch daran schon anzuknüpfen und auch das unter Strafe zu stellen. Der Täter muss dann diese beiden Elemente in seinen Vorsatz aufnehmen. Er muss wissen, dass er mitmacht und er muss wissen, dass diese Gruppe Straftaten begeht. Und wenn dann noch als objektive Bedingung der Strafbarkeit hinzukommt, dass tatsächlich ein sexueller Übergriff passiert, dann ist das auch schon sanktionierbar. Frau Kollegin, der Schutz Ihre Redezeit. Der sexuellen Selbstbestimmung. Die Verbindlichkeit des Nein heißt Nein, verträgt keine Einschränkung. Das gilt auch hier. Und ich denke, das ist die wichtige und gute Botschaft des heutigen Tages. Nicht nur, aber vor allem für Mädchen und Frauen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Elisabeth Hippelmeier-Becker. Nächste Rednerin Katja Keul für Bündnis 90 Die Grünen.